Herzlich willkommen zur ersten Sendung Wetter und Gesundheit im neuen Jahr. Und da kann ich gleich mit einer positiven Meldung beginnen. Die Hochwassersituation wird sich allmählich entspannen, weil sich die Wetterlage umstellt. Das heißt, weniger Regen, mehr Sonne, aber deutlich kälter. Und das wird wiederum vor allen Dingen in den von Hochwasser betroffenen Regionen zu anderen Problemen führen. Hier aber auf jeden Fall nochmal der Hinweis auf das länderübergreifende Hochwasserportal. Grafisch wird die aktuelle Situation dargestellt. Und wenn Sie auf die aktuellen Warnungen klicken, dann sehen Sie farblich gekennzeichnet die Gefährdungsabstufung. Da ist natürlich im Norddeutschland, was ja viel stärker von Überschwemmungen betroffen ist, noch sehr viel Rot zu sehen. Bei uns in Rheinland-Pfalz ist es derzeit der Rhein, der noch mäßiges Hochwasser führt. An der Nahe wird bereits Entwarnung gegeben. Das ist mit der Farbe grün gekennzeichnet. Aber auch am Rhein werden die Pegel erstmal sinken. Beispielhaft hier der Pegel östlich am Rhein. Und auch die Vorhersage zeigt, dass die Pegel weiter sinken. Was ist der Grund für die Beruhigung der Wetterlage? Das ist ein Hochdruckgebiet, das seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa ausdehnen wird. Und dadurch wird aus unserer verhältnismäßig milden Südwestströmung eine Ostströmung, die uns deutlich kältere Luft bringen wird. Zwar fällt bei uns nur selten etwas Schnee und dann ist natürlich auch auf Glättegefahr zu achten, auch wenn die Straßen leicht nass sind, aber es sind kräftige Nachtfröste angesagt ab der Nacht zu Montag. Bis Mittwoch werden die Nächte noch etwas kälter, Frost zwischen -7 und -10 Grad, im Bergland auch örtlich strenger Frost bis -13 Grad. Und auch tagsüber wird es größtenteils frostig bleiben. Höchstens entlang des Rheins kann es mal ein leichtes Plus geben. Allerdings werden wir häufiger mal die Sonne sehen und das ist ja auch nicht schlecht. Für den Rest der Woche bleibt es erstmal kalt. Erst zum Wochenende hin ist mit einer leichten Abschwächung des Frostes zu rechnen. Aber jetzt haben wir eben einfach mal eine ganz andere Wetterlage, kaltes und trockenes Wetter. Aber die Kälte ist doch eigentlich für den Organismus auch ganz gut, Doc. Ja, liebe Inge, so ist es. Kälte ist nicht automatisch etwas Falsches. Man sagt immer, ich habe mich erkältet. Kälte allein wird man nicht krank, da braucht man noch ein paar Viren oder Bakterien dazu. Ja? Und wenn da keine sind, wie in einer sterilen Kammer oder sowas, dann wird man dadurch auch nicht krank durch die Kälte. Ich will heute auch mal nicht auf das Negative eingehen der Kälte, sondern mehr auf das Positive. Und da ist zunächst einmal ganz wichtig, dass die Kälte die Produktion des braunen Fettgewebes anregt. Klingt nicht so spannend, klingt auch nicht so positiv, ist es aber, weil nämlich unser Körper braune Fettzellen braucht, um nicht zu frieren. Es passiert so, dass die braune Fettgewebe verbrennt die Fettzellen, die weißen Fettzellen im Körper. Die braunen verbrennt die weißen Fettzellen im Körper und dadurch entsteht Wärme. Also wir brauchen das braune Fettgewebe. Das wird allerdings durch unsere Zivilisation wird es mehr und mehr abgebaut, weil wir ja das ganze Jahr, gibt ja kaum noch Winter- und Sommerkleidung, immer wohl temperiert und dann bildet sich das braune Fettgewebe zurück und wir fangen an zu frieren und müssen zittern und dadurch wird dann auch wieder Wärme gebildet. Dann wird der Kreislauf angeregt durch die Kälte. Also bei Kälte ist es ja so, da werden ja die Blutgefäße eng gestellt, damit das Blut hier in der Peripherie nicht so abgekühlt wird. Ja? Und dadurch durch das Engerwerden der Blutgefäße muss das Herz dagegen anpumpen. Das Herz pumpt also bei Kälte kräftiger. Wenn sich dann aber wieder die Gefäße nach einer Zeit lang weit stellen, weil wir wieder in die Stube gehen oder sowas, dann pumpt das Herz immer noch so stark, also wird die Durchblutung verbessert. Und das nennt man eben Kreislaufanregung. Kälte kann Schmerzen lindern. Das kennen wir alles, indem wir Eisbeutel, wenn wir den Fuß verstaucht haben, oder irgendwas anderes passiert ist, gehen wir mit kaltem Wasser dran, bei Verbrennungen zum Beispiel. Oder ein Eisbeutel
auf dem verstauchten Fuß, aber Kälte wirkt auch insgesamt. Das kennen wir vielleicht auch von der Kältekammer oder von Eissprays, die kennen wir auch. Und wird jetzt der Körper der Kälte ausgesetzt, dann wird sogenanntes Noradrenalin, nicht Adrenalin, sondern Noradrenalin gebildet. Und das hat eine schmerzlindernde Wirkung. Also jetzt kann man es auch erklären, warum die Kälte so gut tut, wenn wir Schmerzen haben. Ganzkörperschmerzen, da wird dann sogar die Kältekammer empfohlen. Und weiter geht's, die Kälte ist gut für das Immunsystem. Wie funktioniert das jetzt? Also, kalte Temperaturen machen uns alleine nicht krank, weil wir eben, dazu sind noch Krankheitserreger notwendig, also Viren oder Bakterien. Kälte kann auch sich positiv auswirken auf das Immunsystem. Nämlich durch die Kälte wird die Anzahl aktiver Immunzellen reduziert. Und eine hohe Anzahl von Immunzellen spricht für eine Entzündung. Wenn wir also diese Immunzellen verringern, wird auch die Entzündung damit behandelt. Also ist dann, kann man dann sagen, es ist auch gut, die Kälte ist auch gut für unser Immunsystem. Ja, und dann noch schließlich die Schilddrüse. Die Schilddrüse wird durch Kälte angeregt. Da wird nämlich auch ein Thyreotropin-Releasing-Hormon, bisschen kompliziert, TRH, regt also die Aktivität der Schilddrüse an. Es wird mehr Schilddrüsenhormon, T3, T4, gebildet, was den Stoffwechsel also anregt. Das ist also auch günstig für unseren Körper. Und schließlich Kälte als Energiekick. Ja, das wissen wir. Wenn wir kalt duschen, werden wir richtig wach morgens nach dem warmen Bett. Und hier werden aber auch kalte Duschen empfohlen oder Eisbäder, ja, Sauna natürlich auch. Und hier werden neben den genannten Hormonen, wie ich schon genannt habe, bei der Schilddrüse werden auch Endorphine und Dopamin ausgeschüttet. Und die haben natürlich etwas zu tun mit guter Laune, ja, und Wohlbefinden, ja, und das ist nämlich auch eine gute Sache bei Kälte, dass diese Hormone dann eben doch stärker gebildet werden. Wir sind frischer, wir sind fitter und auch die Konzentration, die steigt eben. Wir können uns besser konzentrieren, als wenn wir immer nur im Warmen sitzen, ja. Ja, so viel erstmal dazu. Kann man sich jetzt nicht alles so behalten, deswegen muss man sich es wahrscheinlich mehrmals anschauen. Aber man kann schon sagen, dass die Kälte sehr viel Gutes auch hat. Wir kennen alle die Kälteangina, das habe ich ja schon öfters erzählt, dass Menschen, die jetzt verengte Herz-Kranzgefäße haben und die Durchblutung sowieso nicht mehr so gut ist, und wenn dann die sich jetzt zum Beispiel in der Kälte anstrengen, berghochlaufen oder einfach Lasten tragen in der Kälte oder auch Schneeschippen, ja, die können dann einen Angina pectoris, also Herzschmerzen der linken Brust, bekommen, weil sie eben sich auf die verengten, eh schon verengten Herzkranzgefäße die Kälte noch draufsetzt, werden die noch enger und das macht dann eben diesen Brustschmerz. Das ist aber etwas Negatives. Ich wollte ja heute vor allen Dingen auch mal was Positives sagen, dass Kälte doch eine ganze Menge vermag. Trotzdem würde ich mich natürlich warm anziehen. Kältekammer, da ziehen die Leute auch Handschuhe an, weil die Finger sind natürlich schon sehr, sehr empfindlich. Sie sehen es ja auch, die Fußballer, wenn die bei Kälte spielen, die haben kurze Hosen an, aber Handschuhe, ja. Und die Kältekammer, das ist eine trockene Kälte, die sie gar nicht so schlimm verspüren, weil die trocken ist. Aber immerhin minus 85 Grad, das ist schon arschkalt. Auch nur ganz kurz und unter ärztlicher Aufsicht. Aber es gibt, ich habe auch Rheuma-Patienten, die da drauf schwören, dass ihnen das immer mal wieder gut tut. Heilung ist es natürlich nicht, aber es geht ja einfach um eine bessere Lebensqualität und um Linderung der Beschwerden. Okay, dann noch für 2024 alles, alles Gute, vor allem Gesundheit. Macht es gut die nächste Woche. Es wird ja kälter, wie Inge Niedeck das schon gesagt hat. Und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.